So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich möchte euch heute was Besonderes zeigen, was ich letztens gesehen habe. Da war Hannes und Jenaya da. Wir sind so durch YouTube gescrollt und dann habe ich gesagt, guck mal, kennst du das? Hier, hab das drauf gemacht und fanden sie beide irgendwie cool, irgendwie chillig. Und deshalb habe ich gedacht, das wäre was, das musste der Community zeigen. Das bereite ich jetzt nämlich vor für den Samstag, wo ich nicht da bin, damit ich ein sinnloses Video habe, was ihr euch angucken könnt. Und zwar möchte ich euch den besten Pokémon-Kanal der Welt zeigen, wenn ihr Pokémon-Fan seid oder irgendwie irgendwas mit Pokémon zu tun habt oder damit aufgewachsen seid, werdet ihr daran sichtlich eure Freude haben, denke ich mal. Wir kommen jetzt dahin, wir machen es ganz spannend, wir gehen nämlich einfach auf YouTube, sehen dann bestimmt, dass der Thomas online ist. Hier, Grand RP, GDA 5, RP Live, Thomas Rode, 11 aktive Zuschauer. Ich mache mir ganz... Hatte ich auch schon Gefühl. Ich mache mir ganz kurz den Spaß, gehen wir hier rein und schreiben mal... Hallo Thomas! Dann gehen wir schnell wieder raus. Nein, wir geben in der Suche einfach ganz normal ein Pokémon Radio. Und der allererste Treffer, ich weiß nicht, vielleicht hat schon mal jemand von euch danach gesucht oder danach geguckt oder jemand kennt es vielleicht auch. Pokémon Radio. 24/7 Pokémon Music Livestream. Das ist ein Livestream. Der läuft schon seit 100.000 Jahren gefühlt. Immer in Endlosschleife. Mit ganz vielen Titeln aus allen bisherigen Pokémon-Spielen und Pokémon-Editionen. So dass ihr bestimmt irgendeine Melodie, die ihr hören werdet, kennt und sagt, ach, das war doch hier von Pokémon Leuchtende Perle in der Dicta-Höhle, die es da gar nicht gab wahrscheinlich. Ist nur ein bisschen komisch, weil letztens hat der Kanal noch einen anderen Namen gehabt, hat sich jetzt angepasst, hat seinen Namen gewechselt, aber ich habe den ja abonniert und finde immer wieder genau diesen. Der hat auch, glaube ich, den Livestream letztens mal beendet und hat den Livestream dann wieder neu gestartet, hat momentan 34 aktive Zuschauer. Wenn ihr auf diesen, wir gehen mal direkt auf den Kanal einfach, ach genau, hier oben steht er sogar noch, www.youtube Henrik Ost. Der hieß auch irgendwie sowas, der hieß sowas wie Henrik Ost, da habe ich gedacht, was ist das denn? Henrik Ost war also eigentlich der Name, hat aber vielleicht jetzt sich angepasst und hat das halt umbenannt. Der Link ist der gleiche, aber der Kanal heißt jetzt Professor Oaks Lab und da ist auf jeden Fall dieses Pokémon Radio drauf, 24/7, der hat auch andere Game-Musik hier, verschiedene Playlisten mit irgendwelcher Nintendo-Musik, Jazz-Musik, Nintendo-Jazz-Musik, Relaxing-Mario-Musik, Animal-Crossing-Musik, irgendwas von Zelda habe ich da immer gesehen, Relaxing 8 Days Zelda Music Volume 1, also da tut verschiedene Spielemusik da hochladen, aber was für euch vielleicht am interessantesten wäre, ist dieses Pokémon Radio, also wenn ihr das eingebt, findet ihr das, ich drücke jetzt mal kurz drauf, ich weiß gerade nicht, was läuft. Da kann man sogar mal Vollbild machen und ihr habt immer einen fetzigen Hintergrund, der wechselt auch öfters mal. Und das, was gerade gespielt wird, euch wird jedes Mal das Titelbild von dem Spiel, um was es geht, hier angezeigt links. Es steht jedes Mal auch da, von welchem Spiel das ist und was das für ein Lied ist oder aus welcher Höhle, aus welcher Route, aus sonst was. Das zum Beispiel kenne ich jetzt gar nicht, weil das ist von Pokémon Mystery Dungeon. Seid ihr Pokémon Mystery Dungeon Fans, schreibt es mal rein. Wir können jetzt hier natürlich mal spulen in diesem aktiven Livestream. Gehen mal ein Stück weiter vor. Hier ist zum Beispiel Pokémon Masters X. Mountain, Pokémon Masters X. So, und vielleicht kennen einige also diese Klänge oder man kann das abends, wenn man mal chillt oder so und was im Hintergrund laufen lassen möchte, einfach ein bisschen laufen lassen. Was haben wir denn sonst noch? Ein bekanntes, was wir, oder was ist sonst noch? Pokémon Black, Pokémon White, Castellia City. Musik.
Okay, ich glaube, das war gerade zu Ende und es ist jetzt gewechselt auf Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. A path we all must walk. A path, ne? Ich muss mal was suchen, was ich auch kenne. Ich habe doch gerade hier das Cover gehabt von Black and White 2. Nee, das meine ich eigentlich nicht. Pokémon Black 2 and White 2 Battle Team Plasma. Das sind halt alles, wer die Spiele gespielt hat, wird sich vielleicht wiederfinden. Ich hab die, kenne die ja alle nicht. Was kenne ich? Ich kenne zum Beispiel Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl, weil leuchtende Perle habe ich gespielt mit euch zusammen. Ihr habt auch mitgeguckt. Mal gucken, das ist jetzt hier Victory Gym Leader, also aus einer Arena wahrscheinlich. Schauen wir mal da rein, ob wir das kennen. Oder wenn wir weitergehen, so Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, Musik aus dem Go Park. Ist jetzt auch leider schon wieder vorbei. Moment, was kommt danach? Danach kommt wieder Mystery Dungeon Retter Team X. Und wenn wir ein bisschen zurück machen, nochmal Pikachu. Pikachu und Evoli. Hier habe ich nochmal Diamant und Perle. Sogar Arceus ist dabei. Pokémon Legends Arceus, Palinas Theme. Da sind halt so viele Musikstücke wirklich drin, ich glaube also über 1000, also wenn ihr irgendwelche Klänge, irgendwelche wahrnehmt und sagt, oh mein Gott, das kenne ich und das ist von früher, als Shinaya da war, sie hat dabei fast jedem Ding, was drauf war, gesagt, boah, das kenne ich, das ist schön, ach, das war doch hier von Pokémon Dungeons und das müsste Dungeons Dingsbums sein und Dungeons Bumsbums und da gibt es auch 8 verschiedene Dungeons-Spiele und sonst was, also... Da merkt man schon, wer sich auskennt und wer Ahnung hat und wer das wirklich alles verfolgt hat. Sie fanden den Kanal auf jeden Fall auch richtig genial. Von allen Spielen ist da einfach Musik mit reingewürfelt. Von Bosskämpfen, von Intros, von Outros, von irgendwelchen Menüs, von irgendwelchen Routen, von den Arena-Leitern. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann ja mal zurückgucken, was jetzt gerade aktuell drauf ist. Es müsste ja jetzt... Ich mache das am besten aus, zack und wieder an. Gucken, wo wir aktuell stehen bei. Livestream gestartet am 19.10. Der hat den alten also irgendwie beendet. Vielleicht... Ich weiß nicht warum, vielleicht hat man den beendet und hat eben so lange einen neuen kreiert, wo nochmal mehr Musik auch mit drin ist, nochmal mehr Abwechslung oder die Playlists umgestellt wurden, weil der lief, ich glaube, der lief über ein Jahr und dann wurde der beendet und wurde neu aufgefasst, deswegen habe ich den auch noch nicht geliked, den anderen hatte ich geliked und der Kanal bietet auch noch mehr. Ich blicke gar nicht durch, aber irgendwie bietet das mehr, wenn ich hier am Rand gucke. Da steht ja auch immer der Professor Oak, der hier was sagt. Und ihr könnt da zum Beispiel, wenn ihr Ausrufezeichen und Day eingebt,
sagt der, mal gucken, ob es so funktioniert, Ramses der Dicke gibt Day ein. Und dann kommt Professor Oak und sagt, Ramses, this is day two here for you. You just earned 1000 Pokémon Dollars. Ihr könnt also täglich dorthin und könnt Ausrufezeichen und Day eingeben und das erkennt euch und das zählt euch. Das habe ich gestern mal gemacht, das habe ich heute jetzt gemacht und es sagt mir, das ist der zweite Tag, wo ich hier auf diesem Kanal bin und verweile und habe dafür wieder 1000 Pokémon Dollar bekommen. Was genau ich jetzt mit diesen Pokémon Dollarn mache, weiß ich gar nicht. Das steht irgendwie in der Beschreibung, das ist so umfangreich. Das sind auch andere Leute, manchmal, gestern hat auch nach mir einer hingeschrieben, Ausrufezeichen Day, der war bei Tag 240, also der ist 240 Mal schon da gewesen und hat seinen Tagesbonus abgeholt, wo er auch dann wieder Poké-Dollar bekommen hat und so weiter. Ihr könnt da irgendwie betteln gegeneinander auch im Chat, als so Minispiele, glaube ich. Hier steht irgendwas aufgelistet. Wait, what is this? What music is being played? How can you afford keeping this up? Hier steht, der Stream hat am 28. August 2021 gestartet. Und hier sind Chat-Commands, ne? Mit Help. Rank, Info, Day, Battle, Gym? How many Pokémon Dollars to Wagger? Also vielleicht ist gut, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt. Auf jeden Fall könnt ihr hier Battle. Type this once every 30 minutes to do a team battle against a powerful Pokémon. If you win, you'll get a reward in the form of Pokémon Dollars. It's best to fight with multiple people. As it gives bigger rewards. Also ihr könnt da, wenn einer Battle reinschreibt, der tritt dann sozusagen gegen ein Pokémon an, imaginär. Wenn mehrere Battle reinschreiben, dann treten die als Team an dagegen. Und wenn man das dann schafft, dann kriegt man wieder Belohnungen und Pokémon-Dollar. Und du kannst auch dein Ranking abrufen, wie viele Pokémon-Dollar du bisher gesammelt hast und wie aktiv du da bist. Und also ich glaube, irgendwie so kleine Gimmicks und Spielereien, die da drin sind, würden vielleicht manche Pokémon-Leute feiern. Was ist das? Ich drücke jetzt aber noch in den anderen Titel kurz rein. Pokémon to be a Master. Ah, das ist mir zu viel Gesinge jetzt. Auf jeden Fall, ich fand den Kanal auf jeden Fall richtig genial. Ich habe den so oft nebenbei einfach mal laufen gehabt. Die Lieder gehen auch alle immer nicht so extrem lange. Das ist eine super Zusammenstellung. Das könnt ihr einfach, wenn ihr Hausaufgaben macht, wenn ihr ein Buch lest, wenn ihr eine Pizza isst, wenn ihr Wrestling guckt, wenn ihr, ich weiß nicht, egal, wenn ihr GBL spielt oder irgendwas. Mal nebenbei laufen lassen. Also, ihr könnt ja mal reinschreiben, kanntet ihr den Kanal schon oder seht ihr den das erste Mal und werdet ihr den verfolgen, werdet ihr den mal reingucken. Was ist euer Lieblings-Pokémon-Spiel? Seid ihr mit Pokémon aufgewachsen? Habt ihr alle Spiele gespielt? Habt ihr alles gekannt, was ich gerade angespielt habe? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Komm, ein noch zum Abschluss. So, und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich werde den Link zu dem Kanal auch unten, beziehungsweise zu dem Stream oder doch zum Kanal. Ich werde den Link auf jeden Fall unten auch nochmal in die Beschreibung mit reinpacken, aber ansonsten gebt mal Pokémon Radio ein bei YouTube, da werdet ihr das auf jeden Fall finden. Die Free-for-All-Arena has been cleared up, want to go again, type FFA to start. Die reden mit euch, schnell raus, peace out, ciao.